Hallo, ich grüße euch zum Teil 27. Wir wollen uns heute mal mit einer Sache befassen, die in, sagen wir mal, indirekter Wahlbetrug ist. Ja, ihr werdet ja sicherlich gemerkt haben, wenn ihr irgendeine Partei gewählt habt und das Parteiprogramm euch angeguckt habt, dass die Partei in Wirklichkeit etwas anderes tut, als was in ihrem Statut steht. Und das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es so, dass ja, bestimmte Mitglieder eben nicht die Grundlinie der Partei vertreten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Art, ich sage jetzt mal nicht Verschwörungstheorie, sondern ich sage mal Logeneinfluss. Ne? Ihr wisst ja, dass manche Parteien haben Mitglieder, die zusätzlich noch in einer Loge organisiert sind. Eine Loge ist im Prinzip eine Zusammenkunft von Leuten, die sich dazu, ja, die auf Adam Weishaupt zurückgehen und ähnlichen Leuten, die versucht haben, damals die bayerische Staatsregierung zu stürzen. Ja, ist also diese Protokolle von der Bruderschaft von Zion mal aufgetaucht, die also das bayerische Staatsministerium sichergestellt hat. Und die wollten auch den russischen Zaren warnen, dass da was im Anmarsch ist und dass auf ihnen Mordkomplott läuft. Und er hatte das ja ignoriert. Und ja, na, das sind vielleicht irgendwelche religiösen Spinner, die man nicht ernst nehmen muss. Aber es war dann wirklich ernst geworden und in Ekaterinburg hat man also diese dann umgelegt. Also die Herausgeber der Zion-Protokolle waren die Jesuiten. Das hat man also durch verschiedene Schriftvergleiche und durch Quellen inzwischen belegen können. Also das, was man den Nazis angelegt hatte, das ist dann noch einmal eine andere, eine Fälschung. Das ist also nicht das Original. Ne? Also das Original stammt aus dem Dunstkreis der Jesuiten. Wobei man wissen muss, dass der Chef der Jesuiten derzeit der aktuelle Papst ist. Das ist also eine hochbrisante Geschichte. Und der Sturz des russischen Zaren ist aber ursprünglich von den Jesuiten in die Wege geleitet worden. Also da wurden dann von Wien aus ist das gesteuert gewesen. Und da haben sie also dort die Waffen und die Konterrevolutionäre in diplomatischen Zügen nach Russland gekarrt. Und Lenin war ja auch ein Jesuit, der den Auftrag hatte, unter allen Umständen das Zarenreich zu beseitigen. Also er war nicht wirklich ein Kommunist nach seinem Programm, sondern er hatte den Auftrag der Jesuiten. Und er hat die damalige Rote Armee und die ganze Bolschewiki im Prinzip nur deswegen gegründet, um seinen Auftrag zu erfüllen, ohne die Auftraggeber zu verraten. Also wäre herausgekommen, dass der Vatikan in Wirklichkeit dahinter steckt, dann hätte der russische Zar wäre da mal rein noch in Deutschland, hätte den mal ordentlich gerade gerückt. Aber wenn es eine geheimdienstliche Verflechtung gibt, passiert das eben nicht sofort, sondern es wird erst nach Jahren wird es dann bekannt. Und so gab es dann mal in Deutschland eine berühmte Seite, wie ist sie denn gleich? Autarkes Rattelsdorf. Und da hatten die eine Seite hingestellt, die nannte sich Firmenvorstand BRD. Und da haben sie einfach mal untersucht, welche Politiker machen freimaurerische Handzeichen auf offiziellen Fotos und sind parallel dazu in freimaurerischen Organisationen. Und da haben wir festgestellt, dass das die komplette Regierungsriege war. Da kann sich natürlich vorstellen, dass die Seite natürlich dann ziemlich stark attackiert worden ist. Momentan ist die Seite wohl offline, aber es gibt im Netz und im Archiven vom Internet noch die Seite im Original. Die könnt ihr euch schon mal angucken. Sehr aufschlussreich. Und ja, und das Problem ist eben so, dass die Leute eben sich gegenseitig in die Führungsposition reinwählen, bis die Partei vollständig unter deren Kontrolle ist. Und dann ist das Parteiprogramm auf einmal nicht mehr wichtig. Die Mitglieder haben nichts mehr zu bestimmen. Und es wird eine völlig andere Linie gefahren, als die Parteibasis will. Und die hat auch wirklich keinen demokratischen Einfluss mehr. Und man kann also da sagen, dass also der Wähler im Prinzip betrogen wird, weil im Parteiprogramm steht, dass und das soll unterstützt werden. Und die Partei macht aber aufgrund der unterwanderten Struktur eben etwas völlig anderes. Und in dieser Gefahr steht jede einzelne Partei, dass es dort Leute gibt, ich sage jetzt mal, ja, wie soll man sie bezeichnen? Man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also es sind auf jeden Fall Leute, die den Parteizielen nicht integer sind, ne? Und die dann versuchen, irgendwas zu fegen. Ich habe also letzte Woche auch eine gefegte Einladung der Partei gekriegt. Da habe ich einfach nur mal genau mir die Kontaktinformation angesehen. Und da muss ich feststellen, es ist ja gar nicht die Kontaktinformation meines Landesverbands. Da stimmt weder die E-Mail-Adresse noch die Telefonnummern. Nö. Ja, also da müssen wir mal reden, wer das Ding hier verfasst hat. Da wird jetzt zum Parteitag eingeladen. Davon weiß ich nichts. Keine Tagesordnung drin, keine ordentliche.
Ein Satzungsverstoß ist drin, das geht gar nicht, was da drin steht. Ist immer eine interessante Sache. Ne? Also, wenn ich irgendwas einlade, dann liegt das zunächst auf meinem Tisch. Kann ich aber jetzt nicht in die Kamera halten. Muss ich mit meinen Leuten, die das angeblich verzapft hat, mal persönlich reden, dass das so nicht geht. Also, ich wache darüber. Also, ich habe zum Beispiel bei uns die Infrastruktur des Servers. Machen ja schon seit 30 Jahren beschäftigen wir uns mit der Sicherheit. Wie kann man Verbände schützen vor Unterwanderung? Ne? Das ist also damals Schwerter zu Flugscharen, hatten wir einfach folgende Idee. Wir haben also alle, die, wo wir nicht wissen, wo die stehen, ja, mit den objektiven, praktischen Arbeiten betraut, sodass sie sich outen mussten. Also die haben im Prinzip, also stellt euch vor, es hätte jemand in Schwerter zu Flugscharen irgendeine Stasi. Einen Stasi-Agenten eingeschleust. Den haben wir verheizt für Plakate machen, für Stühle. Also wo das Endergebnis kontrollierbar ist und wo man jederzeit nachbessern kann. Ne? Also wenn er ein Plakat machen muss, das sieht man ja, das und das muss da drauf. Ne? Und das muss er ja dann vorlegen. Und da kann er ja eine Welt-SED reinschreiben, sondern da muss er ja unsere Ziele vertreten. Und da haben wir den ordentlich mit Arbeit vollgepackt. Und haben im Prinzip wo wir nicht wussten, wo sie stehen, und Stasi zum Saal einräumen und zum Plakate malen, also immer da, wo im Prinzip unsere Arbeit machen konnte, sodass wir die eigentlich wichtige, kritische Arbeit selber gemacht haben. Das ist eine interessante Sache, und im Prinzip konnte man sagen, dass die Stasi in Schwerter zu Flugscharen nicht wirklich Fuß gefasst hat, außer die Leute, die Wendebewegung wirklich verraten haben. Also da zähle ich diese sogenannte Wenderegierung von Distel und de Maizière und Motrow, was da alles so kam. Ne? Das waren alles Leute, die IMs waren. Und die aber auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht sind mit irgendwelchen Verbindungen zu Westpolitikern, insbesondere Kohl. Und auch die Frau Merkel spielt da eine Rolle mit. Und ja, die waren dann plötzlich aus dem Tag, die kannten wir nie. Ich habe nie eine Frau Merkel kennengelernt. Wie gesagt, ich kenne bis zur Ostsee. Kannte ich jeden, der in der Friedensbewegung irgendeine tragende Rolle gespielt hat. Und das war die Frau Merkel definitiv nicht, auch ein Herr Distel nicht. Und auch die Bärbel, wie hieß sie denn, von Bündnis 90 Grüne. Sie sind erst, sagen wir mal, in den letzten Wochen, bevor die DDR umgefallen ist, ist der Name überhaupt das erste Mal aufgetaucht. Ja, da gab es dann nur ein paar öffentliche Darstellungen, wo man gesagt hat, na gut, dann lassen wir sie mal reden. Ja, und da haben die dann auch in der damaligen Chemnitzer Lutherkirche dort einen Auftritt gehabt. Aber nachdem dann ein paar Monate rum waren und dann ein paar Leute gesagt haben, die kenne ich doch hier noch aus meiner alten Dienstzeit, war der Stasi, wo ich da schon lange raus bin, aber das Gesicht kenne ich, ist es natürlich an der Reihe nach umgefallen. Ne? Weil es gab ja auch Leute, die aus der Stasi, die aufgeweckt sind, aus der Stasi rausgefallen sind und dann wirklich aktiv mitgezogen haben. Da kann ich ja auch nicht sagen, die Leute kann ich nicht gebrauchen. Ja, aber die haben einem wirklich eine 180-Grad-Wende hingelegt. Die haben sich von sämtlichen mysteriösen Sachen losgesagt. Die haben einen richtigen Bruch in der Familie erlebt, weil die Familie natürlich dann auch in finanzielle Not kam, weil die wurden dann aus ihren alten Posten entfernt. Die mussten sich eine reguläre Arbeit suchen. Aber die Leute sind richtig gelaufen und die haben wirklich auch richtig was geleistet. Und die würden sich nie wieder für irgendjemanden kaufen lassen. Die haben immer erlebt, wie das ist, wenn man verraten wird, wenn man mit einer falschen Ideologie in irgendeine Richtung geschickt wird. Und die machen das nicht noch ein zweites Mal. Kann man mit 90% Sicherheit. Wir hatten jetzt letzte Woche einen Fall, da ist mir eine E-Mail zugestellt worden, angeblicher Beschluss, der aber keiner war, irgendein Schiedsgericht. Und da war ein E-Mail-Trojaner drin, ne, in dem Ding. Und da habe ich, dadurch, dass der Server und auch meine E-Mail-Kommunikation relativ gut gesichert ist, weil wir haben ja nicht schon 30 Jahre Erfahrung mit dem Dreck, haben wir natürlich vor allem möglichst denkbaren Sachen auf unsere IT-Infrastruktur entsprechende Schutzmaßnahmen eingebaut, dass also primitive Angriffe nicht durchkommen. Deswegen schreibe ich auch in jedes Video auch die ordentliche Kontaktinfo rein, wo man sich ja melden kann, sodass wir nicht erst einen Angriff Man-in-the-Middle-Attack haben, also dass sich Leute als Kontaktinfo davor schalten und dann die E-Mail wegfangen und dann irgendwelche Trojaner oder irgendwas verteilen. Das muss ich alles nicht haben. Ne? Bei mir gibt es immer direkte Kontaktinfos und die tue ich auch veröffentlichen und sobald ich die Kontrolle darüber verliere, werden die auch entfernt. Ja, und da kriegt sich dann eine Mail vom Bundesamt für Sicherheit und Informationen oder irgendwas.
Also genau die Organisation, die zusammen mit dem Chaos Computer Club den sogenannten Bundesroyaler entwickelt hat. Und wenn ein Bundesamt für Informationssicherheit mich anschreibt und mich warnt, dass mit meinen E-Mail-Adressen irgendwelche Spoofing betrieben worden ist, weiß ich doch wieder, wo es herkommt. Ich brauche mir doch dann bloß angucken, wer hat in letzter Zeit versucht, sich mit Admin-Passwort auf dem Server anzumelden, ist dabei kläglich gescheitert, weil er nicht wirklich weiß, was wir an Know-how inzwischen schon drauf haben. Und da scheitert natürlich schon in Vorrunden und hinterlässt dann einen Haufen Spuren, dass wir wissen, welcher Rechner es war, mit welchem Passwort er sich versucht hat anzumelden, welche Domäne der Hoster hat, wo der Herr ist und so weiter. Das erfahre ich mit kurzem Nachlesen und da weiß ich, wo die Ratte herkommt. Und da brauche ich nicht lange überlegen. Und ja, wenn sowas ist, müsst ihr euch eben, wenn ihr in Bürgerrechtsbewegung seid, eben entsprechend schützen. Ja? Und wir haben also, ich sag mal so, um die 20 Organisationen, die an uns noch dranhängen, die sich in ähnlicher Weise mit der Problematik der Bürgerrechtsbewegung der DDR und auch jetzt die neue Sache sich beschäftigen und die natürlich auch unsere IT-Infrastruktur nutzen dürfen, wo wir auch die Stunden anrechnen. Also wenn dann Leute sagen, ja, ich habe hier den Monat 10 Stunden dafür gearbeitet, dass meine Mitglieder sichere Kommunikation haben und dass wir hier ja, den Mann in der Mitte Angriff vermeiden, dann sage ich, okay, man macht mal. Und wenn ihr irgendwelche positiven Erfahrungen habt, dann würde ich da gerne davon hören. Ja? So haben wir uns dann untereinander vernetzt, haben alle ein einheitliches Sicherheitskonzept, was dann auch immer mal überarbeitet wird. Wir haben also jetzt vor, demnächst unsere gesamten Kontaktinformationen auf das VCF-Format umzustellen, und zwar eine spezielle Form davon. Und ja, da werden wir jetzt alle Mitglieder und befreundete Organisationen anschreiben, das dann auch zu unterstützen. Und da sind wir dann erstmals in der Lage zu erkennen, wenn also irgendwelche gefälschten Informationen rumschwirren, können wir erkennen, wo es her ist und wer da dann rumgeschraubt hat. Natürlich eine spannende Geschichte, das wollen wir demnächst einbauen und die Organisation, die dahinter steht, die nennt sich Key Enforcement, ist also eine Vereinigung von Sicherheitsleuten, die sich mit IT-Sicherheit von Rechnern und von Rechnernetzen beschäftigen und die versuchen, einen Standard zu etablieren, wo man sagen kann, wenn der Nutzer diesen Standard mit seinen aktuellen Browsern und mit seinen aktualisierten Sicherheitszertifikaten unterstützt und das, sagen wir mal, das System, das kontrolliert, dass da keine DLLs ausgetauscht werden oder auch die ganzen Voreinstellungen dort alle korrekt sind oder zumindest eine Warnung ausgegeben hat, wenn man irgendwas Unsicheres macht, dann kann man davon ausgehen, dass solange das System selber in sich intakt ist, dass das auch dann funktioniert und dass auch die Kommunikation von den Leuten eben nicht durch Dritte mitgehört wird. Und ja, und dort wollen wir uns also stark machen. Da habe ich also meine Zusicherung schon angesagt, die Domain ist auch schon angemeldet. Wir müssen uns dann nur noch mal treffen und mal die Sachen mal bereden, weil ja viele Vereine und Bürgerrechtsbewegungen haben da so ihre Probleme. Grundsätzlich würde ich abraten von allem, was sich mit D-Mail befasst, also D-E-Mail. Ne? Ihr wisst ja, wird ja in der Werbung viel beworben, da soll man das nutzen, das wäre entsprechend sicher. Man muss auch ein bisschen die Geschichte kennen, wie es mal entstanden ist. Also ihr wisst ja zum Beispiel, vor ein paar Jahren gab es diesen Skandal um den Bundestrojaner. Da hat sich wohl, wenn ich es noch richtig weiß, Schäuble so stark gemacht, dass die Bundesrepublik doch gerne Trojaner entwickeln möchte, die in der Lage sind, den sogenannten Kampf gegen den Terror zu bekämpfen. Und da durfte die Bundesrepublik natürlich auch Trojaner einsetzen. Ja, dann muss man natürlich wissen, wie der Kampf gegen Terror mal entstanden ist. Das ist eine Idee aus den USA, einen Kriegsgrund zu finden gegen einen Feind, den es gar nicht gibt. Weil gegen den Terror kannst du dich nicht schützen. Und es gibt keinen Terrorfeind in dem Sinne. Alles, was bis jetzt an irgendwelchen Terrorbedrohungen aufgetreten ist, inklusive 1109, weiß man inzwischen, dass das durch geheimdienstliche Aktionen gesteuert wurde und dass es teilweise auch Angriffe aufs eigene Volk waren. Also bei 1109 ist man fast sicher, aufgrund der Bodenuntersuchung dort am World Trade Center, dass dort eine Mini-Nuke verwendet worden ist, um das Gebäude zum Einsturz zu bringen, weil der ganze Boden unten radioaktiv verstrahlt ist. Und beim Brand passieren keine radioaktiven Verstrahlungen. Das ist einfach eine Tatsache. Ne? Das brennt halt und das ist dann Kohle und Asche und vielleicht ein bisschen Brandbeschleuniger.
weil da irgendeiner eine Wand gelegt hat, aber es ist keine Verseuchung und vor allen Dingen auch keine radioaktive Bestrahlung von den Feuerwehrleuten. Das hat also dann andere Ursachen, ne? Weil auch diese riesengroße glühende Kugel, die also Wochen und Monate da unten noch im Grund geglüht hat, ist also nicht durch Feuer entstanden, weil wenn es dann brennt, selbst bei solchen großen Stahlmassen, Stahl hat einen relativ geringen Wärmekoeffizienten, also dass die relativ schnell ausgekühlt wurde. Ne? Also wenn eine große Eisenkugel, wissen wir ja vom Glockengießen, das ist nach einer Woche, ich sag mal, nicht mehr glühend, sondern da ist das dann schon so weit abgekühlt, dass man das also Probleme hat. Selbst eine Kugel von 10, 12 Meter Durchmesser ist nach einer Woche kalt und es ist eine Woche und Monate lang heiß. Ja, also da wissen wir, dass da hier was falsch ist. Wir können doch mal gucken, gibt es eine interessante Videodokumentation, Kalesow, die dritte Wahrheit, der also sich sehr weit rangearbeitet hat an die eigentliche Ursache, warum und wieso das World Trade Center 7 eingestürzt ist und so weiter. Und das liegt eben daran, dass die politischen Strukturen auch in den USA eben durch geheimdienstliche Sachen, Skull and Bones, Bohemian Grove, was gibt es da noch für Zeug, Atlantikbrücke und Council for Foreign Relations, dann Chatham House, was da alles noch drin hängt. Also man muss einfach mal gucken, und wenn man da merkt, dass im Prinzip die ganzen vielen Organisationen, alle von den gleichen Leuten, von jesuitischer Sache gegründet und instand gehalten werden, ist es eigentlich eine Vorbereitung dafür, dass der oberste Jesuit mal sagt, jetzt machen wir eine Weltregierung, und da ja alle schon unter seiner Fuchtel stehen, braucht er denen ja bösen Befehl geben, jetzt macht man ja eine Weltregierung, jetzt kriegt jeder so seinen Schöpferpass und sein Zeichen auf der Stirn und auf der Hand, und wer dann nicht mitspielt, wird umgebracht. Das erklärt, warum wir solche riesengroßen FEMA-Camps haben, die voller Särge sind, dass Bahnhöfe unterirdisch verlegt werden, sodass man also Leute auf der Straße wegfangen kann, kann die erschießen und dort in den Container laden und dann mit der Eisenbahn unauffällig entsorgen. Das erklärt dann die Bau und die Konstruktion einiger Bahnhöfe, erklärt auch die großen Wandfresken, ist glaube ich der Flughafen Denver oder so, ja, wo es da schon einige Sachen gibt, die nicht ganz sauber sind, auch die ganze Sache, wie das 1199 mit der Organisation gelaufen ist, da weiß man, dass hier in die Parteien und in den Staat eine geheim, ja, bündlerische Sache ist, die nicht direkt für Geheimdienst ist, sondern das ist noch eine Sache, die aus einem religiösen Hintergrund kommt. Ne? Also religiöse Fanatiker, die also irgendeinen Satanismus oder ein Kinderopfer anbeten, alten Baalskult aus dem alten Ägypten, was da alles noch von Dreck gibt, und die sich moderne Namen geben und auch nach außen hin auftreten, ja, mit einer Frühsexualisierung und dann Kinder missbrauchen im jüngsten Alter und dann, dass die Justiz ausgehebelt wird, die dann sagt, also das ist ja in den islamischen Ländern ist das ja gang und gäbe, dass die Kinder missbraucht werden, und wenn du dann mal einen fragst, dann ist wirklich mit Islam auskennt, da ist es wieder ganz anders. Also hier muss man sehen, dass eine grundsätzliche Sache dann ist, wenn eine Partei Mitglieder erlaubt, die in irgendwelchen geheimbündlerischen oder geheimdienstlichen Aktivitäten verstrickt ist, dann ist grundsätzlich der Wurm drin. Und wenn dort keine klare Linie ist, dass solche Mitglieder einfach aus der Partei entfernt werden, na, dann, ja, dann haben wir eben das, ne? Dass dann ja, die Parteibasis und die Parteileitung aus zwei verschiedenen Lagern kommen, ne? Und dass sich politisch nichts mehr bewegen kann und dass erzählt wird, zum Beispiel, es gäbe kein Einwanderungsgesetz in Deutschland oder Deutschland wäre ein Einwanderungsland oder der Islam gehöre zu Deutschland oder solche Schwachsinn, was man also den ganzen Tag in Medien hört, obwohl das alles nicht stimmt und alles eben über diese Unterwanderung in die Parteien reingetragen wird. Parteien sind ja grundsätzlich keine schlechte Sache. Sie werden eben bloß gerne missbraucht, weil eben eine Partei eine nicht rechtsfähige Organisation ist. Das heißt, eigentlich weder klagen noch verklagt, also weder klagen noch verklagt werden kann, weil es eben eine religiöse Organisation ist, die im Prinzip eine Glaubensgemeinschaft darstellt. Ne? Also nehmen wir mal an, dass die Partei XMZ den Glauben an das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist unser Glaubensbekenntnis, und dann haben wir einen Vorsitzenden der Partei, das ist unser Sektenguru und so weiter. Also da gibt es so eine Parallelwelt, wo man sagen kann, ja, es ist eine Religionsgemeinschaft, die ja, wo der vordergründige Zweck der Partei durch andere Ziele und Sachen ja, so verschaltet wird, ne? Dass man das nicht alles durchgeistigt.
Und ja, mit sowas kann ich nie umgehen und da kann ich nur jeden ans Herz legen. Guckt euch genau an, was die Parteiprogramm sagt, was die Parteileitung wirklich macht am Ende und ob die das wirklich umsetzt. Und da brauchen wir nur eine Partei in Deutschland, die die Bürger und das vertritt. Wir brauchen nicht Zähne, weil jeder muss ja die 5% oder überschreiten. Ja, wir brauchen einfach eine klare Rolle, dass also dort das, was in dem Statut steht, dann auch wirklich gemacht wird. So. Und da gibt es keine gefegten Schreiben, da gibt es keine Unterlaufen von ganz klaren Leitungsstrukturen, dass da dem einen das erzählt wird, dem anderen das erzählt wird und dass die Mitgliederbasis getäuscht wird. So was darf nicht passieren. Und ich habe da dann aus den anderen Teilen schon erlebt, dass ich da ein bisschen Erfahrung habe, wie man das erkennt und wie man solche Leute dann auch immer irgendwann mal zur Rede stellen muss. Und dass das sowas überhaupt nicht funktioniert. Ja, also ich kann euch sagen, dass Kontakt@parteiname keine gültige E-Mail-Adresse ist, die also missbraucht oder gespoofed werden könnte. Und das weiß ich deshalb, weil ich die Kontrolle darüber habe und ich genau weiß, welche E-Mail-Adressen angemeldet sind, welche nur dazu dienen, um irgendwas sich dazwischen zu schalten. Und die verantwortlichen Leute werden sich dann zur Verantwortung ziehen, die also solche Schreiben rumschicken. Jo, das ist erstmal so. Und in der Weise kann ich euch einfach nur einladen, schreibt mir, wenn ihr solche Probleme habt, wenn ihr Vorschläge habt, wie man das noch besser erkennen können und vermeiden kann. Weil wir wissen ja zum Beispiel, dass in der CDU jetzt gerade diese Aufbruchbewegung ist, dass die Parteibasis ja schon noch ein bisschen christlich-demokratisch denkt. Also der Meinung ist, dass das Grundgesetz auch fürs Land in Kraft tritt. Da habe ich natürlich eine andere Auffassung, weil es steht ja auch anders da, ne? Weil HLKO ist vorgeordnet. HLKO sagt, das Landesrecht gilt und nicht Bund. Bund ist eine Partei. Partei oder Parteikonstrukt. Fürs Land nicht. Der Bund kann natürlich alles als Verfassung nehmen. Da kann auch die Schornsteinfegerordnung von irgendwas als sein Parteistatut erkennen. Das kann er alles machen. Entscheidend ist, dass die Landesgesetze, das ist das, wo wir als Bewohner, ich sage jetzt mal nicht wohnhaft, weil wohnhaft ist ein ganz schlechtes Wort, kommt aus dem Nationalsozialismus, wo also eine Wohnhaft hatte. Ja, wo man also wohnt und wo man als Einwohner gemeldet ist, damit man eben wählen darf und so weiter. Da muss man hier einen Fehler beseitigen. Ja, und da muss man ja nun halt, hat man dann Wahlrecht und so weiter, das ist ja alles okay. Ne? Aber es wird eben zusätzlich durch den Personalausweis eben den Leuten noch die Identität gestohlen. Wir haben also jetzt wieder einen Fall, dass den Leuten keine Reisepässe ausgehändigt werden, wenn sie der Entrechtung der Person über das Stehlen der Unterschrift. Also ihr habt ja überall in den Meldeämtern jetzt diese elektronischen Unterschriftspads, wo die sagt, ihr müsst unbedingt da drauf unterschreiben, sonst ist das nicht gültig. Das ist eine Lüge. Mit diesen Tabletts stiehlt man euch die Identität und erzeugt dann eure Unterschrift auf Schreiben, die ihr gar nicht verfasst habt. Also zum Beispiel eine Abtretungserklärung eurer wirklichen Staatsangehörigkeit, dass ihr euer Vermögen und euer Haus und eure Grundschuld abgetreten habt, obwohl ihr das gar nicht veranlasst habt. Aber ihr habt ja irgendwann mal auf diesem Pad unterschrieben. Und mit dieser Unterschrift werden können beliebige Dokumente erzeugt werden, die jederzeit nach außen rum gegen euch verwendet werden. Wir haben also diesen Fall schon einmal nachgewiesen bei jemand. Und denen geben sie die Pässe nur, wenn sie auf diesem Pad unterschreiben, damit sie denen in Zukunft auch weiterhin die Unterschrift und die Identität klauen können. Und dafür ist auch das Bundesamt für Informationssicherheit zuständig. Weil die müssten nämlich den Leuten, die sowas in den Gemeinden verfügen, Handschellen anlegen. Weil das Identitätsdiebstahl ist. Das ist hochkriminell. Da wird nicht nur die Abtrennung der Staatsangehörigkeit damit bewirkt, sondern damit werden insgesamt Wahlen gefälscht. Und sowas gehört verboten. Und zwar gehören die sämtlichen Unterschriftspads ersatzlos eingesammelt. Das ist nicht erlaubt. Wir stehen immer noch in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da hat jeder das Recht, einen Vortrag zu autorisieren oder auch nicht zu autorisieren. Und ohne seine Zustimmung darf sowas nicht gemacht haben. Und wenn es technische Mittel gibt, die das aushebeln, dann sind die verfassungswidrig. Sowas darf es nicht geben. Wir stehen in der Gemeinde immer noch im kaiserlichen Notstandsrecht. Das heißt, es ist zuerst der Verfassungsnotstand zu heilen. Verfassungsnotstand heißt, dass wir nach der staatlichen Wahlordnung eine Wahl machen müssen, nicht nach der bundesdeutschen, nach der staatlichen. Die staatliche sah ein bisschen anders aus. Dort müssen Verweser gewählt werden. Und der muss sagen, dieses Gesetz gilt nicht. Und bevor das nicht passiert ist,
haben wir keine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die das Volk will. Weil das Volk wird ja immer nur gefragt, aus mehreren Übeln zu wählen. Ne? Also diese üble Partei oder diese üble Partei. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Und genau das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen, dass wirklich ein Mehrheitsentschluss der einfachen Basis für jeden möglich ist. Also wie eine einfache Volkspartei. Die hat weiter nichts zum Ziel, als dass Wahrheit geredet wird und nur das gemacht wird, was dem Volk und den Volksinteressen wirklich dient. Und was hier an Einwanderungspolitik betrieben wird, das dient nicht unseren Interessen, sondern es führt dazu, dass in kleinen Gemeinden mit 100 Leuten auf einmal 1.100 Leute Einwohner sind und wahlberechtigt und die den Bürgermeister stürzen können. Das ist das, was jetzt passiert. So. Und wenn wir dann einmal eine Scharia etabliert haben in einer Gemeinde, dann ist es zu spät. Dann weitet die sich immer weiter aus, weil dann werden andere Gemeinden bedroht, dann wird hier eine Kriegssituation geschaffen, die zum Ausnahmezustand wird. Und dafür ist die Frau Merkel persönlich dafür verantwortlich, dass sowas hier in diesem Land geplant ist und mit, ich sage mal, geheimbündlerischen Connections nach USA, in den Vatikan und überall hin, wo diese Truppen da alle sitzen, hier reingesteuert wird. Das ist nicht erlaubt. Alles, was wir hier haben, ist eine Regierung, die das Notstandsrecht des Kaisers umzusetzen hat, nämlich den Verfassungsnotstand zu erheben. Und keine andere Aufgabe haben die. Und dabei haben sie die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nach HLKU zu gewährleisten. Und auch das ist nicht erfüllt, weil ich kriege jede Woche Schreiben von irgendwelchen angeblichen Staatsanwälten, von welchem Staat auch immer die Anwälte sind, aber sie haben alle keine Ernennungsurkunde und sie kommen mit handelsrechtlichen Logos um die Ecke, obwohl sie als Staatsanwalt ein staatliches Logo verwenden müssen. Das einzige staatliche Logo ist entweder in Sachsen die Bundesstaatenlogo, also mit der Kaiserkrone, oder eben das kaiserliche Logo, was zum Zeitpunkt der gewaltsamen Entmachtung des Kaisers gehört. Das ist das staatliche Symbol. Und wenn da was anderes drauf ist, weiß ich, dass das ein Fake ist. So. Und wenn dieses ganze System nur noch als Fake besteht, werden wir irgendwann feststellen, dass es hier zu Unruhen kommt. Spätestens dann, wenn den Leuten die Häuser weggenommen werden, wenn sie rausgesetzt werden, mit der Begründung, ja, die Gemeinde fände das jetzt, weil wir müssen jetzt wieder neue Flüchtlinge unterbringen. So was kann es nicht geben. Das ist, ich sage mal, eine Plünderung im Feinstaat während eines Waffenstillstands. Ne? Und da müsst ihr ja wissen, was ist denn das eigentlich? Also damals, wo die Wehrmacht oder die kaiserliche Armee in irgendeinem Land mal eine Besatzung gemacht hat, die Wehrmacht war in Frankreich, und das sind die bestraft worden, die in den Gärten, in den Vorgärten der Kirchen gemaust haben. Und zwar teilweise unter Höchststrafe, also Feldgericht, und dann hat man die wegen, ja, Plünderung im Feinstaat, während des Waffenstillstands oder während einer Kampfhandlung eben verurteilt. Wie das aussieht, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. So, das war in fast allen Truppen, das teilweise sogar in den Truppen, die in Russland waren, wurde das ganz streng gehandhabt. Und dann hat vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, vor 2, 3 Jahren die russische Regierung festgestellt, dass wohl Stalin damals, ich sag mal, eine Geheimarmee hatte, die eine deutsche Uniform trug und die in Russland in den Dörfern grausamste Massaker angerichtet hat und sich als Deutsche ausgegeben haben, obwohl sie das gar nicht waren, und haben die Bevölkerung abgeschlachtet, haben alles niedergebrannt und haben das dem sozusagen der Wehrmacht in die Schuhe geschoben. Und wenn das Russland so an die Öffentlichkeit gebracht hat, um zumindest in geschichtliche Aufarbeitung auf den wirklich tatsächlichen wahrheitsgemäßen Stand zu betreiben, muss ich sagen, das ist eine allerhöchste Hochachtung, dass man das macht. Wir wissen ja, dass Putins Vater wohl im Zweiten Weltkrieg umkam. Aber wenn er sowas verfügt, weiß er, dass er wirklich an der Wahrheitsfindung interessiert ist. Und deswegen habe ich vor diesem Mann absolute Hochachtung. Ich weiß, dass er sein Volk mit allen Mitteln verteidigen würde gegen innere und äußere Feinde. Und auch die inneren Feinde hat er im Blick, also die Volkswirtschaft verraten haben. Also gab ja damals diesen Verrat, den Gorbatschow und Jelzin gemacht haben, um sozusagen den Rubel unter die Kontrolle der russischen Nationalbank zu bringen, während die russische Nationalbank gar nicht unter staatlicher Kontrolle beziehungsweise auch gegen die Interessen des Staates arbeitet. Ne? Das hatte also auch mal ein Wirtschaftsfachmann da aus Russland da mal offenbart, wie diese Geldflüsse funktionieren und dass die russische Regierung gar nicht in der Lage ist, den Rubel in den Geldfluss zu kontrollieren. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Und diese Macht über diese Gesetze, die enden jetzt zum Jahresende. Also davon auszugehen, dass sich ja, der derzeitige russische Rubel abgelöst wird durch die neue Währung der BRICS-Bank.
Und dann wäre es interessant, was hier in Mitteldeutschland passiert. Weil wenn aufgrund dieser Veränderung der Dollar und der Euro stirbt, haben wir ja immer noch das Recht, aufgrund des noch bestehenden Besatzungsstatus auch diese Währung zu bekommen. Weil uns ist nicht zuzumuten, dass wir eine Währung, die gegen unseren Willen ja eingeführt worden ist, weiterhin unterstützen. Und das ist die Message der Woche an Präsident Putin, dass er dafür sorgen soll, dass in einer russischen Besatzungszone auch eine sichere Währung etabliert wird und wir favorisieren entweder schwarze Franken oder BRICS-Währung. Ja. Und dass er Merkel die Kompetenz für Mitteldeutschland endlich mal entzieht, weil sie hier nur Unrecht verübt. Ein Scheinstaat etabliert, ein Scheinfreistaat etabliert, der hier überhaupt nichts zu suchen hat im Land. Wir haben hier eine Notstandsregierung zu wählen, aufgrund des kaiserlichen Notstandsrechts, was immer noch gilt und was dem Bundesgesetzgeber vorgeht. Und die haben zu bestimmen, wer Staatsangehöriger ist, wer wahlberechtigt ist, und dann müssen sowieso auch schon wieder Neuwahlen gemacht werden, weil die bisherigen Neuwahlen, wissen wir ja, auf einer Staatsangehörigkeit beruhen, die niemand haben kann, weil die deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Gesetzes vom 5.2.1934 keine gültige Staatsangehörigkeit ist, weil die Weimarer Republik kein Staat war und demzufolge auch nicht gesetzlicher Gesetzgeber. Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass das dieses Jahr noch umfällt, diese ganze Euro-Geschichte, und dass wir endlich dann mal eine stabile Währung, eine stabile Wirtschaft haben. Und wir bemühen uns, dass wir da vorne dran stehen und die Bürgerrechte schützen. Und deswegen bitten wir euch auch darum, dass ihr uns da unterstützt und uns Hilfe gewährleistet, dass wir unsere Arbeit bewältigen. Momentan machen wir das alles mit Eigenkapital, mit sehr viel Zeit und Geld. Aber wenn wir wirklich was reißen wollen, brauchen wir eine größere Basis und mehr Leute, die da sagen, los, hier, komm, ich habe hier noch ein Profi übrig, ihr habt da was, seht zu, dass ihr eure Infrastruktur, eure Mitarbeiter, eure Leute schulen und unterhalten könnt. Das wäre dann da schon eine gute Sache. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Feiertag. Wir haben ja morgen Feiertag, hier, nach dem Kalender, 12. Und Video ist dann morgen auch online.